Leute, willkommen zurück bei Pro Contra Germany. Das sind wir, Jay, Kai, wie immer, wie zu den Anfangszeiten. Heute ein kleines Double Review. Und zwar geht es heute als allererstes um den Kaminaufsatz von Hangover. Das ist dieses schöne Ding. Ja, ihr seht schon, das hat eine ganz komische Form. Blenden wir hier euch nochmal so ein bisschen ein, irgendwo, wo Platz ist. Ja, einige von euch kennen dieses Teil wahrscheinlich schon. Und zwar hatte Brohood damals irgendwann mal so einen Entwurf rausgeschmissen und alle haben gesagt, ja, sieht total hässlich aus und ich verstehe den Sinn nicht und keine Ahnung, bla bla bliblablub. Wie immer kam das halt nicht raus von Brohood, jedenfalls liegt uns diese Information nicht vor. Ne, es ist halt schon seit über einem Jahr, anderthalb, zwei schon angekündigt, wie auch immer. Jetzt gibt es die Firma Hangover, die hat das Ganze rausgebracht. Das Teil kostet 13,90 € und hat doch, muss ich sagen, einen kleinen Vorteil. Möchtest du was dazu sagen? Definitiv. Also ich habe damals dasselbe gedacht, als ich diese Bilder von Brohood gesehen habe. Ich meine, wo soll der Sinn sein von dem Ding? Ja? Also, ja, das ist so, so quasi, so sieht so ein bisschen aus wie das Zeichen von der Enterprise quasi. Ich muss auch immer an Enterprise denken. Das ist für mich der Enterprise-Aufsatz. Wo der Sinn der ganzen Sache liegt. Aber jetzt, wo wir das Ding haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht verkehrt. Ja? Also wir brauchen das Ganze zwar jetzt in den Tonkopf, aber wo das Ding für mich auf jeden Fall auch einen Vorteil hat, ist auf jeden Fall beim Hotshot. Weil wer der gerne einen Hotshot raucht mit Kaminaufsatz, der hat manchmal das Problem, dass selbst wenn die Kohlen nach außen legt, trotzdem ein bisschen zu viel Hitze beim Hotshot da ist. Und hier könnt ihr halt die Kohlen ganz nach außen legen, also soweit hier am Rand, wie es geht, dann habt ihr die Kohlen quasi gar nicht mehr auf dem Kopf, wenn ihr sie ganz nach außen legt. Hat auch den Vorteil, wenn es mal zu heiß ist und ihr wollt noch Kohle was weglegen, müsst ihr sie nicht unbedingt auf den Teller legen und versaut euch dann den Teller. Richtig, wenn gibt ihr ja meistens hässliche Flecken bei so einem Standardteller oder so, gibt hässliche Verfärbungen. Habt ihr hier nicht mehr, ihr könnt also die Kohle ganz weit nach außen legen. Easy peasy. Ja, aber wie gesagt, beim Hotshot hat das Ganze halt den Vorteil, dass ihr dann nicht direkt so viel Hitze habt. Ist ganz geil eigentlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, vorher gesagt, was soll der Quatsch? Richtig. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist eigentlich eine coole Option. So, weil ihr habt quasi sonst die normale Fläche, wie ihr bei einem normalen Kaminaufsatz halt auch habt. Nur halt noch ein bisschen mehr nach außen, damit ihr halt noch ein bisschen mehr mit der Hitze spielen könnt. Finde ich persönlich absolut gut, also. Richtig. Also manche, es gibt natürlich welche unter euch, die dieses Problem nicht haben, von wegen zu viel Hitze. Liegt natürlich immer daran, wie man den Kopf baut. Ich hatte das Problem schon mal bei dem PX1, der war noch nicht perfekt gezogen und da war zu viel Hitze schon kritisch. Habe ich dann mit dem Aufsatz hier geraucht, passt auch sehr gut auf einen Hotshot, aber da keine Gewähr, weil jeder Hotshot ist ein bisschen anders. Ne? Bei seinem passt manch Kamin, Brohood Kamin zum Beispiel, jetzt nicht so gut der Phoenix. Bei mir passt er dann trotzdem gut. Scheint wohl daran zu liegen, dass nicht jeder Hotshot gleich ist. Hier passt er bei meinem zum Beispiel ziemlich gut. Und da habe ich dann einfach die Hitze richtig schön weit nach außen gelegt. Eine Kohle, sage ich jetzt mal so, im mittleren Teil, so am Rand. Eine nah dran, eine weit raus. Alles kein Problem. Und wie gesagt, die versaut euch den Kohleteller nicht. 13,90 € kostet das Teil. Ihr bekommt den, ich glaube bei 4Shisha müsstet ihr den bekommen. Die haben uns das Ganze auch zugesendet. Genau. Vielen Dank an 4Shisha dafür. Ist eine lustige kleine graue Box in der Mitte. Habt ihr dann so ein Herz ausgeschnitten. Finde ich sehr lustig, ist cool gemacht. Ansonsten bekommt ihr den halt auch noch bei Shisha Neil für 13,90 € oder halt bei Relax Shop KK auch für 13,90 €. Weiter geht's mit dem nächsten Review oder mit dem nächsten Teil des Reviews. Und zwar geht's, Start Now hat uns wieder was zugesendet und zwar geht's hier um den Zero. Genau, um den Zero. Zero, was haben die gesagt? Zero! Zero! Zero, ja. Das Ganze soll sein so Minze-Eis, also so Minze-Menthol. Und das Ganze spiegelt sich auch definitiv im Geruch wieder. Also wenn ihr da drin riecht und reinpustet. Da drehen euch die Augen. Da also drehen euch definitiv die Augen. Also es kommt eine krasse Mentholnote. Ihr riecht auch so eine Minze, die halt durch dieses Eis halt auch ein bisschen ins Spearmint abdriftet. Aber geruchlich gefällt mir das Ganze sehr gut.
Ich würde ihn aber eigentlich trotzdem eigentlich hauptsächlich zum Mischen benutzen. Richtig. Weil zum Rauchen, zum Geschmack kommen wir jetzt. Richtig. Und zwar geschmacklich ist das Ganze auch sehr interessant. Wir haben ja jetzt die Kohle auch ein bisschen weiter außen. Da geht das Ganze schon so ein bisschen in die Richtung Spearmint. Finde ich auch nicht schlecht. Also ich mag diesen Spearmint-Geschmack einfach. Und wenn ihr die Kohle schön weit nach innen legt, ja, wenn ihr so krass seid, sage ich jetzt mal, ja, dann kriegt ihr da eine richtig kühle Note. Also es ist jetzt nicht so die Todeskälte, sage ich mal, aber es ist schon krass kühl. Es ist kein Cold Death oder Cold Peach oder genau, sowas in der sowas. Art, wo ich die erste halbe Stunde quasi alles einfriert. Cheers, Mates. Selbst die Getränke werden dadurch schön kühl, ey. Also ist echt geil. Ich finde, die haben wirklich so eine Minznote, so eine Spearmint-Note. Dadurch, dass das noch so eine Eisnote mit drin hat, wird es eher so Spearmint-mäßig mit einer Eisnote. Der Schnitt ist mittel, ist nicht eingefärbt, also kein Färbemittel vorhanden. Genau, der ist noch schön natürlich braun. Schnittbild zeigen wir euch ja nicht mehr, ihr wisst es mittlerweile. Wenn wir sagen mittel, ihr wisst ganz genau, was gemeint ist. Ne? Grob ist scheiße, mittel ist okay und fein ist halt schon nice. Haben wir aber die wenigsten. Also ist echt gut für den Kopfbau auf jeden Fall. Da kann man nicht meckern, aber da hat sich Starten auch generell sowieso sehr, sehr gebessert. Auch was die Feuchtigkeit und so angeht, keine überschüssige Molasse. Tabak hat die Feuchtigkeit gut aufgenommen. Preislich liegen wir bei 20 Gramm für 13,90 €. Startnow typisch, ist nicht teuer geworden oder sonst irgendwas. Der typische Startnow-Preis. Ich empfehle ihn zum Mischen. Also zum Mischen ist es ein sehr, sehr geiler Tabak. Irgendwie mit Traube oder sonst irgendwas. Richtig. Könnt ihr den ultra geil mischen. Dann habt ihr einen schönen Traube-Eis-Minze-Geschmack. Sehr, sehr nice. Muss ich definitiv sagen. Rauchentwicklung seht ihr, ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Er qualmt die Hulle, es ist sehr, sehr angenehm zum Rauchen. Gefällt mir sehr gut. Qualmentwicklung ist definitiv gegeben. Preis-Leistung stimmt natürlich, weil Schnitt ist perfekt, Feuchtigkeit ist auch perfekt eingezogen. Geschmacklich ist das Ganze auch dauerhaft auf einem gleichen schönen Niveau. Also er fängt nicht hier an und hört hier auf, sondern er driftet nur minimal ab, so wie die meisten Tabaksorten. Aber halt so, dass ich sage, geht vollkommen in Ordnung. Auch das hat Startnow in der letzten Zeit sehr, sehr gut hinbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war sehr, sehr oft so, dass man mal eine Produktion hatte, die war echt geil, mal hatte man eine Produktion, die war echt schwach. In der letzten Zeit sind die wirklich sehr, sehr konstant geblieben, haben sich gut gemacht, die Jungs von Startnow. Definitiv. Ja, das war's von uns. Kriegt beides von uns eine Kaufempfehlung. Auf jeden Fall, dabei kriegt auf jeden Fall eine Probierempfehlung für jemanden, der auf Minze mit Eis steht. Richtig. Kriegt das auf jeden Fall auch eine Probier- und Kaufempfehlung. Und den Kopfaufsatz, der Kamin. Sind also, echt begeistert von. Richtig. Also die Idee anfangs, wie gesagt, war, naja, aber Leute, ich bin überzeugt von dem Kopfrauch auch in letzter Zeit eigentlich fast nur noch damit. Geht auf jeden Fall klar. Geiles Tag, gefällt mir sehr gut. Es ist halt echt nur die Frage, warum Plowood das Ding verpasst hat, auf den Markt zu schmeißen. In diesem Sinne war es das von uns. Wir verabschieden uns. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst, sharing is caring, support is kein Mord. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert irgendwas, wenn ihr den Tabak auch geraucht habt. Würde mich auch interessieren, ob das bei euch genauso war. Ansonsten abonniert den Kanal, falls ihr nicht getan. Und uns bleibt nichts weiter zu sagen, wie das nach jedem Review. Bleibt geschmeidig.